Im Königreich von Hyrule erzählt man sich eine uralte Legende. Sie berichtet von einem heiligen Artefakt mit dem Namen Triforce. Seine göttliche Macht würde dem, der es berührt, einen jeglichen Wunsch erfüllen. Die Gier nach einer solchen Macht war groß und so wurde Krieg um Krieg geführt. In seiner Not befahl der König, den sieben Weisen das Triforce im Heiligen Reich zu verbergen. Doch der Dieb Ganondorf drang in das Heilige Reich ein und raubte das Triforce. Als König der Finsternis Ganons griff er Hyrule an, um es in seine Gewalt zu bringen. Doch gerade als das Königreich Ganon schon fast anheimgefallen war, erschien ein Held, geleitet von der Prinzessin. Mit dem legendären Masterschwert in seiner Hand stellte er sich Ganon entgegen. Nur mit vereinter Kraft konnten denn der Held und die sieben Weisen den Dämon versiegeln. Dabei wurde das Triforce in drei Teile gespalten und fiel in einen tiefen Schlummer. Ein Teil ruht bei Ganon, über ein zweites wacht das Könighaus von Hyrule. Und das dritte ruht im Herzen des Helden. Noch heute erzählen sich die Menschen diese Geschichte. Hallo und damit willkommen zurück zu meinem neuen Let's Play Projekt, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, oder man könnte auch sagen, A Link for the Future. So, lange habe ich es erwartet, nun ist es auch endlich hier, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ja, wie lange habe ich drauf gewartet? Ich weiß es gar nicht, ziemlich lang. Und ja, ich weiß, mein Let's Play Projekt zu A Link to the Past ist noch nicht beendet, aber ich bin ganz ehrlich, ihr wollt das auch eher sehen als jetzt den alten Rotz quasi. Was heißt alter Rotz? Das ist bestimmt doch... Ja, es ist kein alter Rotz eigentlich, aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? So, ich würde mal sagen, wir fackeln hier auch gar nicht lang. Und wir fangen einfach mal an. Link heißen wir natürlich nicht, wir benennen uns um in... Ja, Z-Slayer eigentlich, ne? Machen wir mal. Komm schon, Z-Slayer. LP... Das ganze Projekt wird blind sein. Ich habe noch nicht einmal reingesehen, außer halt die Trailer, die jetzt jeder von euch schon gesehen hat. Und ich würde mal sagen, wir beginnen, wir auf Start klicken. Z-Slayer-LP! Wie ich es mir dachte, immer noch im Bett. Aufstehen! Was ist? Ach, gute Nacht. Steh schon auf, Z-Slayer-LP! Du kommst zu spät zur Arbeit! Der Schmiedeofen ist längst angefeuert! Jeden Morgen muss ich dich aufwecken kommen! Mach hinne! Ich warte draußen auf dich! Mein Vater ist schon fuchsteufelswild!
Oh, ups. Nicht meine Schuld. Du bist schuld. So, wir können uns hier bewegen, wie gehabt. Aufheben. Erstmal alles kaputt machen. Wie immer. Da haben wir unseren ersten Rubin. Ich glaube, das ist die Maske aus Majoras Mask, oder? Das ist sie doch, oder? Kann ich nicht beurteilen. Ich habe das nicht gespielt, aber ich meine, es ist die. Hinsetzen können wir uns nicht. Können wir sonst irgendwie interagieren hier schon? Nein. Dann wollen wir mal weitergehen. Ich denke mal, hier können wir nicht viel machen. Einfach mal weitergehen. Oh, Ladebildschirme. Zerstörer-RP, jetzt beeil dich, oder du wirst wirklich Ärger kriegen. Oder willst du wirklich Ärger kriegen, glaube ich, war das. Hups. Ach, vergiss ja nicht den Morgengruß. Wenn du... wen du grüßen sollst? Na, ihn da! Wenn du rausgehst, grüße den Wetterhahn. Nur wer speichert, ist sicher. Das sagt mein Vater doch immer. Sag mal, ZDRP, weißt du eigentlich, was Speichern bedeutet? Ich bin ja nur ein kleines Kind. Mir sagt das ja gar nichts. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Dann laufe ich schon mal vor. Mach den Morgen groß und komm mir dann schleunigst hinterher. Ach, wir sollen jetzt schon speichern? Können wir nur hier speichern oder wie jetzt? Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen. Dein Haus. Jöi. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, ich will speichern. Speichervorgang, schalte das System aus. Speichern abgeschlossen. Interessant. Dann wollen wir erstmal noch ein bisschen Gras kaputt machen. Was war das? Machen wir alles kaputt. So. Wir sind noch... Oh, wir können hier noch jede Menge kaputt machen. Ist das nicht toll? Wir sind so rubingeil. Nein! Wo willst du denn hin? Für kleine Abstecher ist jetzt keine Zeit mehr. Ach, verdammt, der hat rausbekommen, dass ich ihn verarschen wollte und einfach weggehen will. Ha, schade aber auch. Dann wollen wir mal weiter alles kaputt machen hier hinten. Oh, ich habe meinen Rubin nicht bekommen. Nein, ich werde arm sein. Okay, was haben wir da noch? Egos, komm schon. Na, verdammt, das Glück ist heute nicht auf meiner Seite. Das Glück ist mir nicht hold. Ha, Vögel. Oh, die fliegen weg. Oh mein Gott, das ist so modern. Was, wenn ich hier hingehe? Wo gehst du denn hin? Jetzt ist keine Zeit für Sperenzien. Ah, Gott. Kann ich da durch? Ja, geil. Ist das nice. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem alten Zelda da, Link to the Past, das ist schon echt... Boah. Vor allem, man muss ja dazu sagen, es ist ja dieselbe Welt, ne? Oder sollte es zumindest sein? Ich will doch nur da vorne den... Meh. Aber, naja, vielleicht laufe ich auch mit Absicht in jede falsche Richtung hier immer. Schnell, weil er wird sonst wirklich wütend. Ja, ja, schnell. Bleib mal locker. Geht schon klar hier, oder? Übrigens, wir rennen die ganze Zeit. Kann langsam und schnell laufen, das ist auch neu. Das konnte man früher nicht, oder? Ja doch, kann langsam und schnell laufen. Na, vielleicht sollte ich nicht jetzt reden. Rasen hier. Rasen. Kaputt machen. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein. Öffnen. So. Wie gefällt er euch, Hauptmann? Oh, ganz ausgezeichnet. Ihr schafft es. Dass selbst mein alter Schild wieder wie neu aussieht. Was? Ihr schafft es, dass selbst mein alter Schild wieder aussieht wie neu. Man nennt euch zu Recht Meister. Man tut, was man kann. Ich hatte gerade etwas Erz von der höchsten Güte da, also habe ich ihn bei der Reparatur gleich verstärkt. Hm, vielen Dank! Es war also die richtige Entscheidung, den Meister ans Werk zu lassen. Den nächsten Schild lasse ich ganz sicher auch hier machen. Was denn, CSDLP? Du bist gerade erst in der Ausbildung und hast schon wieder verschlafen? Hahaha! So wirst du nie solch ein großartiger Schmied wie der Meister. Master! Das LP! Wie oft habe ich dir schon gesagt, du hast pünktlich hier zu sein! Jetzt reißt mir endgültig der Geduldsfaden! Komm doch mal her zu mir! Lieber nicht. Oh nein! Der Hauptmann ist gegangen und hat sein Schwert vergessen. Ah!
Ausgerechnet unser Obersoldat vergisst sein Schwert mitzunehmen? Wie verantwortungslos. CCRP, die Strafpredigt muss warten. Schnell, lauf dem Hauptmann hinterher und vergiss bloß das Schwert nicht. Oh jo, mein Schwert, ne? Du hast das vergessene Schwert erhalten. Sei vorsichtig damit und bringe es schnell zum Hauptmann. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Was denn? Wo du ihn suchen sollst? Wenn der Hauptmann irgendwo hingegangen ist, wird es wohl das Schloss Hyrule sein. Stehst du eigentlich immer noch? Ich hab's dir auf der Karte markiert. Also steh hier nicht rum. Jo. Dann wollen wir mal das Schwert zurückbringen. Ich entschuldige mich für meine Versprecher, aber hey, dafür bin ich doch bekannt mittlerweile, oder? So, ich würde mal sagen... Kann ich hier lang gehen? Ich denke mal schon, oder? Ja, müsste doch hier, klar. Natürlich! Noch ist noch nichts wirklich passiert. Wir haben hier noch freie Wege und so. Noch. Na, Graffiti anbringen oder abmachen? Seit dem Morgengrauen versuche ich, diese Schmiererei wegzuwischen. Jetzt ist es wirklich nicht mehr lustig. Oh, okay, es ist Schmiererei. Porträts. Ach, ist er das? Ah, Zetz, DRP. Du bist nicht oft so früh auf, oder? Was möchtest du denn im Schloss? Ich verstehe, eine Lieferung für den Hauptmann. Tut mir leid, der ist noch nicht wieder zurück. Er hat gesagt, dass er bei euch dem Meister vorbeischauen wollte. Also ist er da wahrscheinlich noch. Nein? Dann ist er sicher wieder auf ein Schwätzchen bei Schwester Ceres vorbeigegangen. Und das jetzt, wo wir überall am Schloss mit den seltsamen Schmierereien zu kämpfen haben. Und nur der Hauptmann sollte jedenfalls bei der Kirche sein. Du weißt schon, die an der Rückenseite des Schlosses. Oh Gott, heute ist Lesen wieder kaputt. Der kürzeste Weg ist dort entlang. Jo. Fertig tun. Dann wollen wir mal. Wie gesagt, nochmal. Oh, wir haben endlich mal 5 Rubine. Yay. Ach, all diese Soldaten an der Wand. Wir wissen ja schon in etwa, was es damit auf sich hat, ne? Wer die Trailer nicht gesehen hat, der wird es noch früher oder später erfahren. Aber hey, das sieht man auch auf dem Cover. Ein Link-Porträt. Hier haben wir schon mal die Kirche. Ja, über was unterhaltet ihr euch da? Ich würde gerne mitreden. Hi. Hi, geil. Hi. Hallo, CCRP. Möchtest du zur Kirche? Der Link kann mal wieder nicht reden, aber er tut einfach so. Ja, der Hauptmann ist hier. Er unterhält sich drinnen mit Vater. Der Hauptmann hat sein Schwert vergessen. Diese Nachlässigkeit sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich werde einmal nachsehen gehen. Hehehe, also der Hauptmann, der kommt nicht wegen des Priesters hierher, sondern wegen Ceres. Aber Ceres kriegt das gar nicht mit. Manchmal ist sie etwas naiv. Aber sie ist wirklich ein sehr guter, sie ist ein wirklich guter Mensch, weißt du? Nebenbei, an den Schlosswänden sind seltsame Bilder aufgetaucht. Bei dem Nebel konnte ich gar nichts erkennen. Das ist es doch. Hilfe! Was war das denn? Oh, abgeschlossen. Die Tür! Öffnet sich kein Spalt breit! Oh weh, oh weh! Das war ein Hilferuf von Schwester Ceres, kein Zweifel. Schnell, wir müssen sie retten. Aber wie nur? Ah! Der Priester hat einmal davon erzählt, dass es auf dem Friedhof einen unterirdischen Weg zur Kirche gibt. Ich selbst hab ihn weder gesehen noch betreten. Aber könntest du diesen Weg nicht suchen und einmal nach dem Rechten sehen? Du hast sogar ein Schwert. Schwert? Schwert? Fragezeichen. Na da, das da! Das Schwert des Hauptmanns! Gehört mir nicht. Jetzt ist nicht die Zeit zu zögern! Nein! Jetzt hör doch auf damit! Hier passiert etwas Schlimmes und das ist alles, was dir einfällt? Ist dir egal, was mit Ceres passiert? Ich muss wohl. Du benutzt leihweise das Schwert, das du dem Hauptmann bringen sollst. Schwinge es mit B! Wenn's gefährlich wird, hast du immer noch das Schwert. Ach, wenn ich nur 10 Jahre jünger wäre, würde ich ja selbst gehen. Ausrede.
Noch eher 20? 30? Egal! Geh du einfach zum Friedhof, in Ordnung? Mann, 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 will der kleine Kinder auf den Friedhof lassen? So, wollen wir alles kaputt machen hier? Der Friedhof ist hier? Da, unten. Oh, die müssen wir schon kaputt machen. Wurden die nicht irgendwie elektrisch geladen oder so? Oh, hier ist ein Rubin drunter. Hey, den nehme ich mit. Willst du... Da will ich, glaube ich, nicht drauf gehen. Das ist ein Geist. Geist! Dann wollen wir mal... Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ich weiß aber, dass das die Grabsteine waren, ne? Oh, schon wieder ein Geist. Schon wieder ein Geist. Dann sind wir jetzt zu viel. Vielleicht der hier? Ich glaube, der oben links war's. Na, hier. Dann gehen wir mal. Hau da rein! Oh, ich sehe so viel. Das sind alles Töpfe. Da ist hier nur eine Truhe. Sieht irgendwie danach aus, ne? Nur eine Truhe. Badabam! Du hast die Lampe erhalten. Rüste sie auf dem unteren. Ne, rüste sie auf dem unteren Bildschirm aus. Yay! Das wollen wir tun. Items. Lampe. Ah, muss ich reinziehen? Jetzt haben wir sie auf Y. Pool. Hä? Ach, die ist schon an. Bam! Okay, dann wollen wir mal alles kaputt machen. Oh, kann ich das nicht anzünden? Ah, doch, es geht. Es geht! B. B, 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 B. Alles wird kaputt gemacht. Zack. Oh mein Gott, ein Geheimgang. Na, was wollt ihr alle hier? Sind hier wieder diese Ratten? Ah, dieses Mal braucht man gar keine Magie, fällt mir gerade auf. Zumindest sieht es so aus. In To the Past brauchte man ja Magie. Um jetzt quasi Licht zu entfalten. Und zu zünden. Du hast 20 Rubine erhalten. Gib nicht alles auf einmal aus. Was? Ich soll nicht alles auf einmal ausgeben? Ich dachte, ich darf hier Zalando und so. Boah, ach, ich drücke immer A, obwohl ich B drücken muss. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich bin immer daran gewöhnt, dass man A drücken muss. Hallo? Gehst du wohl? Ach, die bleiben nicht lange an. Na gut, dann ist ja scheißegal, was ich davon anzünde. Du Ratte! Ja. Ich will mal sagen, wir müssen einen Schlüssel finden. Zack. Ist er hier? Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit kannst du verschlossene Türen öffnen. Nee, ich dachte, ich könnte damit geöffnete Türen öffnen. Oh, wie komme ich denn da dran? Oh, das wird sich noch zeigen, denke ich, oder? Ich glaube, hier vorne konnte man auch irgendwo rein. Hier. Gucken, was ist denn hier? Ist da noch irgendwas? Hä? Nee, da ist nichts mehr. Okay. Da oben ist die Tür. Mach mal Lichteier. Rein da! Oh oh. Geist! Geister! Geister! Weißbrot! Sind die schon weg? Die sind schon weg? Lame! Ist ja lame! Bam! Knopf ziehen? Ich glaube, wir sollten den rechten ziehen, oder? Okay, der war richtig. Bei dem anderen wäre ein Schlange gekommen. Warte, lass mich mal ausprobieren. Funktioniert das hier auch? Haben die an dieses Detail gedacht? Tatsache! Ist ja geil. Aber egal, sind nicht so viele. Jetzt langsam nähern wir uns unserem Ziel. Ne, wir sind schon in der Kirche. Okay. Meine Tochter, was habt ihr mit Ceres vor? Wer seid ihr? Mein Name ist Yuga. Ich bin ein Sammler. Ein Sammler auf der Suche nach wahrer Schönheit. Und bei euch bin ich windig geworden, Schwester. Ihr seid ein Juwel inmitten des Morastes. Deutsch. Mit meinen begnadeten Händen werde ich euch noch schöner machen.
Ihr solltet diese Ehre zu schätzen wissen. Wundervoll. Als Gemälde seid ihr tatsächlich noch bezaubernder. Auch sie wird sicher sehr zufrieden sein. Hm? Und wen haben wir da? Wie bist du denn hierher gekommen, hereingekommen? Sag bloß, du willst dich mir in den Weg stellen mit diesem Messerchen. Das ERP, warum bist du hier? Weil ich's kann. Dieser Mann ist gefährlich! Der Hauptmann, er hat ihn! Du sollst auf den Priester hören. Was glaubst du, kannst du gegen mich ausrichten? Fail. Das ERP! Die Bewohner dieser Welt sind alle so roh und ungestüm. Sicher, sich mir entgegenzustellen, was für eine Vermessenheit. Vermessenheit, ach ja, Vermessenheit. Ihr seid unwürdig! Zum Glück muss ich nicht mehr allzu lange in dieser hässlichen Welt verweilen. Du taugst nicht mal zum Gemälde. Auch dieser Hauptmann ist nicht gerade ein Bild von einem Mann geworden. Enttäuschend. Aber es spielt keine Rolle. Meine Suche nach der perfekten, nach dem perfekten Motiv geht weiter. Meine Seres, Prinzessin Zelda muss erfahren, was hier geschehen ist. What the hell? Spätreaktion. Du bist? Fragezeichen. Oh, bist du endlich wach? Ravio. Hallo, ich heiße Ravio. Ich bin ein fahrender Händler. Fahrender Händler? Okay. Ich kam zufällig in die Kirche. Da habe ich dich vor dem Altar liegen sehen. Ich konnte dich ja nicht einfach dort lassen. Da habe ich dich in diesem leerstehenden Haus untergebracht. Was? Das hier ist dein Haus? Dann stand es gar nicht leer? Was ist denn überhaupt passiert? Dies, das und so. Wie bitte? Ein komischer Typ verwandelt Leute im Gemälde? In Gemälde? Du solltest ihn aufhalten, aber er hat dich erwischt, was? Verstehe. Schon toll, dass du den Mumm hast, dich so einen Typ in den Weg zu stellen. Du bist ja ein echter kleiner Held. Aber jetzt ist es nicht die Zeit, sich über so etwas zu unterhalten. Diesen Vorfall solltest du sofort im Schloss melden. Ah, warte mal eine Sekunde. Ich suche hier in der Nähe nach einer Unterkunft. Aber nee, irgendwie ist das schwierig. Ich finde einfach nichts Vernünftiges. Ich habe eine etwas dreiste Bitte. Könnte ich vielleicht bei dir einziehen? Eine kurze Weile? Nur? Bloß nicht. Wirklich? Vielen Dank. Was? Bloß nicht? Aber wir waren doch gerade dabei, trotz unserer Unterschiede dicke Freunde zu werden. Ich habe im Hintergrund schon die Geigen spielen. Ich will nicht mehr unter freiem Himmel schlafen müssen. Versuch du mal dein Lager mit einem Tausendfüßler zu teilen. Bitte, bitte, bitte. Lass mich mal hier eine Zeit lang hier wohnen. Bitte, bitte, bitte. Hau ab. Was? Das ist ein Witz. Oder? Bitte, 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 lass mich hier bleiben. Ich wünsche mir auch nie wieder etwas von dir. Na gut, geht klar. Na gut. Wirklich? Vielen, vielen Dank. Oh, das finde ich zu geil gerade.
Endlich muss ich nicht mehr unter freiem Himmel schlafen. Ich kann dir zwar keine Miete zahlen, aber nimm stattdessen doch bitte das hier. Du hast Rabios Armreife erhalten. Riecht seltsam. Ob der für irgendwas gut ist? Oh, wenn der seltsam riecht, dann will ich den eigentlich gar nicht haben. Das ist eine echte Antiquität. So manch ein Sammler würde sich alle zehn Finger danach lecken. Was? Du willst ihn nicht, weil er komisch riecht? Wie erwartet. Wovon redest du da? Wovon redest du? Das ist ja wohl ein toller Geruch. Dieses ledrige Aroma mit einem Hauch von Schimmel im Abgang. Ach du Scheiße. Das ist der Beweis dafür, dass es sich um ein geschichtsträchtiges Relikt handelt. Ja, schon gut. Ich geb's zu, der Armreif müffelt ein bisschen. Das Geschenk kommt trotzdem von Herzen, also trag ihn bitte auch. Los, los, auf zum Schloss, schnell! Schnell! Ja, ich gehe ja schon. Bis später und viel Erfolg! Kleiner Held! Okay, das fand ich gerade ziemlich genial. Ich finde das auch... Geh kaputt! Bam! Stirb! Geh baden! So, ich fand das eigentlich gerade ziemlich genial, dass wir quasi... Naja, wir können trollen in dem Spiel. Konnte man aber auch in The Link to the Past, meine ich schon. Aber da habe ich mich irgendwie nicht getraut, weil ich nicht wüsste, wie das dann irgendwie reagieren würde drauf, das Spiel. Was weiß ich, du stirbst 1000 Mal oder was weiß ich. Ja, wir müssen jetzt zum Schloss und ich gehe den falschen Weg, weil ich es kann. Nee, weil ich Gegner vernichten will mit dem Schwert, was mir nicht gehört. Ist das nicht toll? Naja, aber ich würde jetzt gerade mal an dieser Stelle sagen... Möchtest du das Spiel speichern? Yo! Will ich. Will ich. Speichern abgeschlossen. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Wenn du neu bist, schau auf meinem Kanal mal vorbei und hinterlass ein Abo. Und wenn du willst, ne? Ja. Also, an dieser Stelle hier, hau da rein. Bis dann und wir sehen uns im nächsten Part, der noch heute erscheinen wird. Hau das!